So, und damit würde ich sagen, moin moin Freunde und herzlichst willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Zapfsimulator. Genau, der Tankstellensimulator. Oh, das finde ich tatsächlich sogar witzig, da muss ich ja sagen. Also Tankstellensimulator war schon ganz cool. Also vom Labalaster wollen wir jetzt nicht was durcheinander kriegen. Mit mir zusammen Malte und dem guten Mo. Genau, hallo. Boah, der Tank ist aber üppig. Ja, 1600 Euro. Ja. Ich muss sagen, damit wir direkt schon mal wieder schön von der Thematik gleich abschweifen können, aber das passt jetzt nur gerade rein, wo wir an der Tankstelle stehen. Wie waren wobei, das? Nee, wir drei Stunden Restzeit, zwei Stunden, ja, da pennen wir nochmal. Ja. Machen wir gleich nochmal. Gehen wir erstmal ganz kurz durch, wie sieht es momentan auftragstechnisch aus? Was ist momentan Phase? Dass wir uns nochmal ganz kurz wieder das Boot reinholen. Wir kamen, soweit ich weiß, aus dem Baltikum gefahren. Und sind jetzt auf dem Weg nach Lyon in Frankreich. Wir sind, glaube ich, gerade in der Schweiz, wenn mich nicht alles täuscht. Also nicht mehr weit davon entfernt. Das heißt, wir haben unser Ziel bald erreicht. Geladen haben wir Gleisketten. Das sieht man, wenn man hier gerade in den rechten Außenspiegel guckt, was das ist. Oder in den linken jetzt. Je nachdem, in welcher Kurve man sich befindet. Und die sind halt nicht allzu schwer. Deswegen ging es da teilweise ganz gut voran. Also wie viel war das jetzt an Gewicht? 11 Tonnen. Ja, das ist nicht so viel. So, jetzt können wir mal ganz kurz mal eben kurz zu dem abschweifenden Thema kommen, was ich nochmal eben kurz reinschmeißen wollte, bevor wir jetzt hier gleich normal loslegen. Wenn es so darum geht, welche Jobs ich vielleicht gemacht hätte, machen würde, was auch immer, so Nebendinger, ne, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen, so kleine Nebenjobs. Ich persönlich wäre ja nicht so der Fan davon, oder nie so der Fan vom Gedanken, dass ich irgendwo Regale einräumen gehe oder irgendwo in Logistik mir die Füße kaputt latschen gehe. Oh, das habe ich mal als Praktikum gemacht, das hat mir Spaß gemacht, im Lager zu arbeiten. Habe ich schon zweimal Praktika gemacht. Cool, okay. Gut, andere Interessen. Ich wäre tatsächlich sehr gerne Tankwart geworden. Also ein Beruf, den es ja glaube ich so gar nicht mehr großartig gibt. Ich weiß nicht. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Tankwart mehr richtig gesehen. Halt nur den ollen armen Kassierer, der da alleine hinter seinem Laden steht. Aber so richtig halt der Tankwart, der sich dann damit auseinandersetzen darf, natürlich Leute A, natürlich dann tankmäßig zu bedienen und B, dann halt, keine Ahnung, Fenster dann zu putzen und vielleicht kleinere Werkstattarbeiten und so einen Scheiß. Das hätte ich tatsächlich ganz cool gefunden. So, und das wäre so ein Ding gewesen. Das hätte ich gerne gemacht. Jetzt fiel mir gerade ein, wo wir Tanke gewesen sind. Aber wie gesagt, gibt es glaube ich kaum noch. Wahrscheinlich aber nicht. Also mir wäre sowas nicht bekannt. Ja, also ich kenne auch keine mehr. Es gab mal längere Zeit noch in der Stadt bei uns, gab es noch, glaube ich, einen, der noch Tankwart spielen durfte bei Shell. Die hatten auch noch lange einen Tankwart mit dabei gehabt. So, aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wo man jetzt noch einen Tankwart sieht. Müsst ihr mir sonst noch sagen, wenn euch da vielleicht noch einer einfällt, dass ihr noch was gesehen habt da so. Aber ich glaube, liegt auch vielleicht daran, dass tatsächlich die Leute, die darauf angewiesen waren, das heißt so vor allem ältere Frauen, ne? Dass da ist, langsam die Geschichte rausfällt, weil, also das habe ich mir von meiner Oma mal erklären lassen. Also sozusagen, also die Theorie beruht auf das, was meine Oma mir gesagt hat. Okay. Nämlich, dass viele Frauen tatsächlich, die so ihres Alters sind, also sie ist jetzt dann 80, konnten tatsächlich nicht tanken selber. Oder wissen nicht, wie das geht. Ah, okay. Und ich weiß nicht, wie man es schaffen kann, dass man lernt, wie man ein Auto fährt und nicht, wie man tankt. Aber gut, schien anscheinend wohl bei vielen Leuten im Führerschein nicht mit inbegriffen zu sein. Und dementsprechend waren da tatsächlich viele Leute lange Zeit dann auf den Tankwart angewiesen, dass der halt dann dementsprechend die richtige Betankung mitgab. Was dann aus meiner Sicht natürlich dann voraussetzt, dass du dann von jedem Auto ungefähr auf dem Schirm haben musstest, ob der Benziner oder Diesel ist. Ja. Weil die Leute, die darauf angewiesen waren, die konnten es ja wohl schlecht sagen. Das heißt also, du musst tatsächlich ein ziemlich breites Allgemeinwissen haben, was das anging. Oh ja, anscheinend schon. Also, wie gesagt, ein kleines interessantes Thema, das ist mal ganz kurz abschweifmäßig. Fiel mir jetzt gerade alles ein, wo wir gerade an der Tankstelle standen. Aber weil du gerade sagst, dass Leute nicht... Oh, voilà. Da habe ich nicht schnell genug bremsen können. Das ging sofort. Das war 100, dann 80 und Blitzer. Das ist auch sehr gemein gewesen gerade. Naja, gut. Aber weil du gerade sagtest, dass man nicht weiß, wie man tankt, ne? Ich meine,
ich habe ja meinen Führerschein gemacht und ich habe da auch gelernt, wie man tankt. Ne? So ist ja nicht. Also ich habe da auch mal das Auto betanken müssen. Und aber es ist interessanterweise so, ich fahre ja fast nie, ne? Also ich wohne ja in einer etwas größeren Stadt. Gut, ist keine Großstadt, aber ne, nicht klein. Und da komme ich ganz gut rum zu Fuß. Also ich komme überall, eigentlich überall hin, wo ich hin muss. Ich fahre noch nicht mal Bus. Ich laufe einfach immer. Wenn es größere Entfernungen sind, wenn ich in andere Orte muss, nehme ich einen Zug. Ja, dieses Bahnding, da beneide ich ja immer drum. Ja, da gibt's also keine allzu schlechte Anbindung hier dagegen. Zumindest da, wo ich hin will, ist da eigentlich fast immer ein Bahnhof in der Nähe. Und da kommt es einfach so, da kommt dazu noch, dass ich sowieso nicht so wahnsinnig viel unterwegs bin. Außerhalb jetzt. Und so kommt es, dass ich quasi, also ich habe auch kein Auto vorm Haus stehen sozusagen. So kommt es halt, dass ich quasi nie Auto fahre. Also wenn, dann halt virtuell am Rechner. Und ich habe, glaube ich, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich so selten fahre und wenn dann immer nur extrem kurze Strecken, ich glaube, ich habe noch nie, seitdem ich Führerschein habe, getankt. Ich habe jetzt seit bestimmt 5 Jahren oder so, könnte es hinkommen vielleicht, meinen Führerschein, und ich glaube, ich habe noch nie getankt. Hast du aber ein eigenes Auto, ne? Nee, habe ich nicht. Also hast wenn, dann nicht. Benutze ich das eins meiner Eltern. Ich war nämlich gerade sehr irritiert gewesen, weil das wäre nämlich nicht gut gewesen für den Motor und für den Tank. Wenn du das, die Kiste, also wenn du das, weißt du, wenn du nicht einmal dann neues Benzin in 5 Jahren nachfüllen gehst. Ach so, ja, das könnte schwierig werden. Das, da war jetzt gerade kurz bei mir ein paar Alarmzeichen in den Augen aufgeblinkt. So bling, bling, bling. Achtung, Achtung. Ein Motor, der jetzt hier kurz vorm Zusammenbruch steht. Aber eins der Autos, die ich benutzen könnte, wenn ich eins brauche, ist übrigens ein Elektroauto. Das heißt, das muss man sowieso nicht im herkömmlichen Sinne betanken. Ja gut, da tankst du eine Steckdose nämlich an. Genau. Also ist auch wirklich so, kannst du das tatsächlich ganz normal in die Haussteckdose packen gehen? Ja, genau. Und brauchst du für einen Starkstrom? Nö, okay. Das geht mit der Haushaltssteckdose, da dauert es halt nur ewig. Das kann man zum Beispiel über Nacht machen, wenn man das möchte. Oder halt auch tagsüber ein paar Stunden, also wenn man halt nicht so wahnsinnig viel unterwegs ist, dann muss man es auch gar nicht über Nacht einstecken, dann reicht es auch, wenn man es am Tag macht. Ja, so wie sie mal, also ich sag, das wird tatsächlich echt noch, also dahingehend noch ganz nett werden, beziehungsweise konkurrenzfähiger werden, wenn sie halt mal schaffen, so eine Art Charger zu machen, so wie du es vielleicht vom Handy auch kennst. Also ich weiß nicht, vielleicht hat draußen der vorhin Charger, der so ein Supercharger, der weiß, wovon ich spreche. Weißt du, was ich meine, Mo? Es gibt doch bei Tesla diese Station da, die extra haben, wo die dann extrem schnell laden können. Genau, es auf den Autobahnen zum Beispiel gibt. Genau, richtig. So, und das sind so diese sehr schnellen Zapfsäulen-Dinger. Da geht es halt, glaube ich, eine halbe Stunde oder so voll. Genau, was in dem Bereich. Was halt immer noch zu viel ist tatsächlich. Also, aus meiner Sternwarte raus. Ja, also, gut, keine Ahnung. Man kann mal ein bisschen was essen und dann ist das Auto voll, ne? Ja, wie gesagt, das ist halt das Ding. Also, wenn du von irgendwo von A nach B musst, sagen wir mal, du hast noch einen halb vollen Tank. Und du musst aber dann mal ein paar hundert Kilometer machen und musst dann zwischendurch tanken. Aber ich meine, wenn man so eine Reichweite hat von, sagen wir mal, mittlerweile vielleicht 500 Kilometern, ich weiß nicht genau, wie der Stand bei Tesla ist, und wenn man dann mal, da muss man sowieso irgendwann mal eine Pause machen, ne? Wenn man diese Strecke abgearbeitet hat. Und da habe ich noch eine Story für dich. Und dann sollte man vielleicht auch mal was essen gehen und das dauert dann vielleicht auch mal eine halbe Stunde und dann ist das Auto wohl wieder voll. Also das kommt mir ganz alltagstauglich vor mittlerweile, wenn ich so drüber nachdenke. Also vorausgesetzt, Ladestationen passt ja dann vom Begriff auch nicht mehr. Die Ladestation-Infrastruktur ist dann auch ausreichend. Aber ich glaube, die ist auch bei Tesla zumindest gar nicht so schlecht. Auf den Autobahnen jedenfalls. Da hast du grundsätzlich recht, es sei denn, du heißt halt wieder Vater vom Kollegen von mir. Der ist die Strecke von Lyon bis zu mir hier hoch. Das ist ein bisschen was. Ist in einem Stück durchgefahren. Mhm. Krass. Das waren irgendwie 18 Stunden oder so. Wow. Heftig. Das wäre natürlich dann nicht möglich. Nee. Ja, wirst du zwischendrin dann zwangsläufig mal
Pause drücken müssen. Aber ja, dann ist halt die Frage, ob das überhaupt eine gute Idee ist, das zu tun, weil, ne, die Aufmerksamkeit lässt schon nach den ersten paar Stunden doch nach. Ja, das ist natürlich ein anderes Thema, aber das war so ein Ding, das fiel mir jetzt gerade ein beim Ding von wegen, ja, dann kannst du ja mal eine Pause machen, da musst du gleich wieder dran denken, ja. Mach doch mal eine Pause, Mister. Ja, genau. Also kann ich nicht empfehlen, so lange am Stück unterwegs zu sein. Nee, gilt tatsächlich auch von meiner Seite aus so. Gerade wenn du dann wieder von, wenn noch ein paar Stunden Autobahn wieder rauskommst in eine Stadt. Ja, dann hat man ein komplett anderes Geschwindigkeitsgefühl. Das ist ja dann auch immer gefährlich. Ist schon fast ein bisschen Brainfuck. Aha. Also dementsprechend, Leute, macht eure Pausen, ist okay. Ja, genau, das ist wichtig. Vor allem, wenn ihr müde seid, also das dann ist besonders wichtig. Ja, dann ne? ist, wollte ich sagen, das ist immer... Dann hilft nichts, außer mal ranfahren und die Augen zu machen. Das ist das Einzige, was in solchen Fällen hilft, wenn man wirklich müde ist. Boah, das war auch immer ein Elend früher. Also das weiß ich jetzt ja nur aus Erzählungen so. Und aber meine Mutter hat sich damals immer auch Sorgen über meinen Vater machen müssen. Mein Vater hat früher noch, wie ich sehr klein war, auch schon ein paar Jährchen her, also so irgendwas so zwischen, ich sag mal, 98er Jahrgang, also irgendwas so zwischen 97 und 2000, ungefähr da die Ecke, hat mein Vater mal Nachtschicht gehabt. War permanent nachts unterwegs. Halt, und das war nicht so geil gewesen, weil mein Vater am Steuer auch 2-3 Mal eingeschlafen. Oh je. So. Das ist natürlich dann, das ist gar nicht witzig. Ja. Du kannst dir ganz schnell aus dem Leben reißen. In der Tat. Deswegen hat er auch dann aufgehört, nachdem das ich glaube, das dritte Mal war es gewesen. Das dritte Mal dann passiert ist. So, und das dritte Mal war nicht so dieses kurze Sekundending, sondern tatsächlich kritisch. Oha. So, da hat er dann Reißleine gezahnt und gesagt, nee, also das geht nicht mehr. Hat jetzt Frau und Kind, das kannst du nicht mehr bringen. Genau. So, aber was wir bringen können, das sind die Gleisketten. Genau, wir sind jetzt am Ziel hier in Steinbruch bei Lyon. Weißt du, wie nah wir jetzt dran sind, eigentlich 50.000 zu kassieren? War das nicht sogar über 60.000? Ich war mir jetzt auf jeden Fall nur sicher, dass egal, ob wir ein bisschen Schaden haben oder nicht, wir 50.000 auf jeden Fall kriegen. Es waren fast 70. Ja, genau. Fast 70. Ja, schadenmäßig, da ist das Money. Der Ladung geht's noch vollkommen gut. Sehr gut. Also das sieht gut aus. Und Zeit haben wir natürlich auch genug, das wussten wir. Und da können wir jetzt ganz entspannt hier runterrollen. Wir müssen nur so ein bisschen in diesem Labyrinth zurechtfinden, ne? Genau, das ist immer so eine Sache. Wo haben wir es denn? Da unten? Also anscheinend so gefühlt ganz nach unten fahren, so wie es aussieht. Ja. Dann ich war auch schon lange nicht mehr in so einem Steinbruch hier im Spiel. Rechts. Ja, ich glaube dann gleich die nächste rechts, dann wird das weit passen. Genau. Da geht's nochmal ein Stück runter. Bis nach ganz unten. Genau. So ein netter Tagebau. Sieht man auch nicht jeden Tag. So, ich habe das Gefühl, ist man auch früher bei den älteren Versionen des Spiels öfter gelandet. Jetzt mit den ganzen DLCs sind, glaube ich, von der Sorte nicht wirklich neue dazugekommen. Deswegen landet man hier viel seltener, habe ich den Eindruck. Was vielleicht persönlich auch ganz gut finde, weil so viele Sachen braucht der Steinbruch ja nun auch nicht. So. Gut. Alles klar, dann lasse ich dich jetzt erstmal hier ein wenig rangieren. Jetzt habe ich wieder diesen... Ach, da ist die Lücke. Hatte ich kurz wieder aus den Augen verloren. Ich meine, das ist kein Anhänger mit Überlänge. Nö. Echt ekelig. Auch wenn du dich vollkommen einpacken kannst, was ja auch ganz praktisch ist. Sind die wirklich eklig. Sehr schön. So, dann, Freunde, ist jetzt Zahltag. Jawohl. Ich stelle gerade vor, wie wir in dieses kleine Häuschen da vorne gehen und dann einfach 70.000 auf die Kralle kriegen. Genau, in Schein. Das ist sehr schön. Sehr gut. Wir wollen 2 Level aufgestiegen. Ja, und damit haben wir es jetzt auch. Da Level 10 wollten wir haben. Da können wir jetzt tatsächlich als nächstes dann nochmal einen LKW aufrüsten gehen. Ja, dann würde ich noch weiter auf die Fracht gehen. Ja, genau. Richtig. Okay. Machen wir die noch fertig hier. Und nach fertig. Gut. Sehr schön. Und haben damit jetzt 113.000 auf der Tasche. Und das, wie gesagt, wird jetzt in die Investition reingepackt, dass wir den LKW aufrüsten wollen. Und genau dafür müssen wir nach Lyon. Genau, dann fahren wir mal zu den Fragezeichen. Und dann zur Werkstatt. Schön.
Ist eigentlich ein passender Zeitpunkt, um dann jetzt das erste Thema des heutigen Tages aufzumachen. Wenn du mir wieder sagst, wie lange wir schon wieder dabei sind, weil ich wieder meine Uhr, glaube ich, vergessen habe. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Uff. Okay. Ja, dann wollen wir, denke ich mal, loslegen. Sonst wird das doch nicht so mit den Thematiken. Was ich in meiner ganzen Hand jetzt fand, ist für euch, ja, jetzt wahrscheinlich ein paar Tage mehr her, aber für Mo und mich jetzt wieder relativ frisch noch alles. Wir haben vor ein paar Tagen Wiedervereinigung gehabt. Also Jubiläum der Wiedervereinigung. Genau. Nee, nicht jetzt so Mo und ich mit einer Wiedervereinigung hier. Wir sind keine Boyband. Die sind allen Tag der deutschen Einheit. Abständen hier ihre Wiedervereinigung feiert. Ja, genau, richtig. Also Tag der deutschen Einheit haben wir es gehabt. So, und ich wollte einfach mal gucken, so ein bisschen, dass wir sind ja eigentlich so ein bisschen, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber wir sind so die erste Generation, die absolut doch Niente von dem Thema noch mitbekommen hat. Also du bist ja noch mal 2 oder 3 Jahre älter als ich. Ja. So, das heißt, du bist wahrscheinlich ja Baujahr irgendwie 95 oder so, 96? 96, ja. 96er Baujahr, ich bin 98er Baujahr. Das heißt also, bei uns sollten die blühenden Landschaften schon stehen. Zitat, einmal cool. Nee, aber ja, so ein bisschen sind wir quasi so diese Übergangsgeneration, so die einfach halt nicht mal irgendwie Kindheitserinnerungen an den ganzen Scheiß hat, sondern einfach komplett raus ist aus der Nummer. So, natürlich, klar, die Leute, die 92 geboren sind, zählen da auch noch zu, so. You know what I mean, aber ich spreche jetzt mal so ein bisschen für die Kids der 90er Jahre, so, genau. Den 90er Geburtenjahrgangs, das sind ja so die ersten, die ja quasi komplett ohne aufgewachsen sind, so. Und ich muss sagen, also mittlerweile durch Erzählung dran habe ich mich dran gewöhnt, dass man von Ost- und Westdeutschland spricht und Ossis und Wessis und so ein bisschen. Genau. Aber so für meinen eigenen Sachverstand dazu heraus, für mich gibt es das gar nicht anders. Also für mich gibt es de facto eigentlich immer nur Deutsch so, und nicht Ost- und Westdeutsch. Also genau. ich hab da gar keine Trennung drin gedanklich. Außer halt natürlich, wenn ich genau über diese Thematik mal nachdenke und mir dann doch immer wieder vor Augen führen muss, dass halt ostdeutsche Industrie immer mal wieder ihre Schwierigkeiten hat. Mhm. So, also da merkst du halt schon, wenn du irgendwelche Statistiken da durchliest, wo irgendwelche Einkommensunterschiede sind. Aber so insgesamt habe ich gar nicht so diese Unterschiedsgedanken. Also mir kommt das so persönlich so ein bisschen anders vor. Also ich meine, ich kenne es natürlich auch nicht so, dass das da eine richtige Grenze gibt und so. Aber doch, wenn ich drüber nachdenke über Ostdeutschland, dann hat das immer noch so, also dann ist es immer noch was anderes quasi so ein bisschen. Weil man hat ja auch, wenn man sich die Demografie anschaut, ist es ja anders. Da hat man zum Beispiel viel mehr damit zu kämpfen, dass die Leute da Landflucht betreiben und sowas. Oder Na gut, hast du ja auch. Ja, ich glaube, das ist so in Sachsen-Anhalt, Brandenburg zum Beispiel, glaube ich, ganz schlimm. Und dann halt, wenn man sich anschaut, wie die Leute wählen zum Beispiel, dann hat man da ja auch große Unterschiede zum Westen. Also, ja, und dann kommen, wie gesagt, noch diese, wenn man sich zum Beispiel damals mal umgeschaut hat nach, also so Ausbildungsberufe, weiß ich noch, da gab es so ein Buch, da konnte man so sehen, was man so ungefähr in welchem Ausbildungsberuf so verdient. Und dann waren halt immer das aufgeteilt in West und Ost. Und, echt? Hast du wirklich das damals so bekommen? Okay, das kenne ich nämlich zum Beispiel gar nicht. Dann standen da halt unterschiedliche Zahlen für West und Ost. Und solche Sachen, ja. Also okay, ich meine, ich kenne das nicht, dass es eine Grenze gibt, aber es... Aber die Unterschiede hast du tatsächlich noch gravierend im Kopf. Also klar, wenn ich jetzt auf die AfD-Wahlkarte blicke, dann sieht das halt genauso aus. So, weißt du, da blicken wir auf denselben Mist. Aber so grundsätzlich, wie gesagt, habe ich da eigentlich null Trennung im Kopf. Also das ist halt wirklich, das ist für mich halt einfach so, als wenn mir die Dinosaurier davon erzählen wollen, wie es bei ihnen damals war. So ist es so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Aber bei mir ist es auch so, ich habe auch Verwandtschaft, die in Ostdeutschland wohnt. Und mein Opa, der kommt ursprünglich aus Schlesien. Und der ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie geflüchtet, dann nach Ostdeutschland, also in die spätere DDR. Und
In Sachsen, glaube ich. Ja, genau, in Sachsen ist er, soweit ich weiß, aufgewachsen dann. Und ist dann, ich glaube, 1958 in den Westen gekommen. Und es gab aber immer noch weiter Familie eben in Ostdeutschland. Und dann haben, ja, meine Großeltern, meine Eltern, also meine Mutter jetzt von der Seite aus der Familie, sind dann halt auch immer wieder darüber gefahren und haben da die Verwandtschaft besucht oder so. Also und da haben sie auch schon viele, viele Geschichten erzählt und deswegen ist es vielleicht für mich auch ein bisschen präsenter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da habe ich schon viele auch persönliche Geschichten gehört, wie das so war. Also Verwandtschaft habe ich tatsächlich jetzt direkt im Osten, also nur ultra entfernte Verwandtschaft so. Das ist halt so wieder auch dieses Ding von wegen Dinosaurier-graue Vorzeit. ich habe das nur dadurch vielleicht noch also so halbwegs präsent. Also bei meinem Opa ist es halt auch eine ähnliche Geschichte. Die sind halt dann aber von Ostpreußen, glaube ich, dann direkt rüber in den Westen. So mehr oder weniger fast in einem Satz. Und dass das da vielleicht so noch maximal, also das war vielleicht dann die ersten noch ein, zwei Jahre Besatzungszone in der Sowjetunion. Ansonsten glaube ich nicht dahingehend, dass da irgendwie groß noch was mit bei ist. Und zudem muss ich sagen, weil mein Opa auch nicht der Gesprächigste über das Thema. Das muss ich auch nochmal ganz klar erwähnen. Also, nee, wie gesagt, das ist für mich halt wirklich echt viel so alles hören, sagen und jetzt vielleicht noch durch jetzt Mannschaftskollegen, die so aus Ostdeutschland kommen, die das noch so kennen so und dann selber noch vielleicht Erinnerungen damit verbinden, aber ich selber dachte, also für mich gibt es wirklich nur dieses eine Deutschland so und auch nicht in großen Unterteilungen, halt nur wenn ich ein paar Statistiken ansehe, dann vielleicht zwischendurch schon, aber ansonsten habe ich das einfach zero präsent in meinem Alltag. So. Mhm. Interessant, dass wir da trotz so zwei, drei Jahren nur trotzdem nochmal einen kleinen Unterschied in Nuancen haben. Auch. Wobei es vielleicht nicht altersbedingt ist, sondern vielleicht durch meine Familie auch jetzt. Ja, gut, das kann vielleicht auch sein. Oder dass ich vielleicht andere Sachen auffallen oder sowas. Wobei, noch eine kleine Theorie an dieser Stelle, auch wenn ich, wie gesagt, keiner aus der Ecke und der Generation bin. Ich finde es ja sehr interessant momentan, du hast ja tatsächlich diesen Rechtsruck, ne? Mhm. In Gesamtosteuropa, den gesamten ehemaligen Sowjetstaaten hast du diesen Rechtsruck. Plus einschließlich der DDR hier, aber in der BRD ja nicht. Also in der Ex-DDR. So, also quasi, also auf allen Gebieten, die früher mal dieses kommunistische System hatten und da mal durch mussten, die alle sind jetzt diejenigen, die jetzt tatsächlich diesen Rechtsruck haben und quasi ihr Heil jetzt nach dem Sozialismus und Kommunismus in den Nationalismus so ein bisschen suchen gehen. Wobei es ja so vielleicht einfach auch nicht sagen kann, ne? Weil man merkt ja schon in Westdeutschland auch so eine gewisse Tendenz. Ja, klar, dann es gibt einen Grundsatz schon, aber ich finde. Sind die Populisten auch in Frankreich zum Beispiel oder in Italien sehr laut geworden in letzter Zeit, in den letzten Jahren? Aber mir fiel einfach dann dieser Unterschied auf, dass das halt von weißt du, diese Prozentzahlen, ich meine, keine Ahnung, hier sind sie vielleicht bei, je nachdem, wo du sprichst drüber, vielleicht bei 10, 15%. Ostdeutschland sind halt nahe 30. Ja, genau. Das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Naja, gut, kommen wir nun zu anderen Dingen erstmal, nämlich der Aufrüstungs-LKWs. Ich hätte gesagt, hier gönnen wir uns erstmal richtig. Ich hätte erstmal dir das größere Führerhäuschen gegönnt. Wobei, hat das überhaupt irgendwelche Auswirkungen? Ja, damit hast du mehr Platz und sitzt ein bisschen höher. Oh. Also höhere Sitzposition hat man da nicht jetzt, wenn ich mir das so anschaue. Gut, dann ist einfach mehr Platz. Aber fände ich tatsächlich ganz nett, in der Kabine ein wenig mehr Platz zu haben. Das gönnt man sich. So, dann das Fahrwerk, das brauchst du für Stabilität. Da sind wir uns, denke ich, einig. Da müssen wir nur gucken, was für Fahrwerk wir jetzt hier als Auto haben. Wäre halt schön, wenn du dann auch mir die hintere Achse dann gleich zeigen könntest. Jetzt muss man ein bisschen zurück scrollen. Dankeschön. Also wir hatten einfach das nochmal 4x2 oder was? Also, ne, 4 Räder, 2 davon angetrieben. Oder hier, 6 Räder angetriebenen. Und hier kann man, ich weiß nicht genau, was dieses 2/4 bedeutet, aber man sieht, die vorderen Räder da hinten sehen aus wie die Vorderreifen. Ich weiß noch nicht genau, was das zu sagen hat, wenn ich ehrlich bin. Kann ich auch nicht sagen. Und das letzte. Und hier kann man Backlift. Die hintere
Achse wohl hoch und runter fahren, nehme ich an. Brauchst du so einen fancy Schmuck oder reicht dir die einfache, also Also, das Ding davor? ich wüsste jetzt nicht, wofür ich das nutzen sollte, aber ich hätte jetzt tatsächlich auch nicht gewusst, wofür ich überhaupt es. Also, ich Das bin so brauchst du natürlich jemand, für Stabilität. Also. ich rüste nur den Motor auf, wenn ich Nee, 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 aufs nee, Geld nee. schaue und sonst nichts. Nee, nee, das ist wie gesagt. Also, die Stabilität, das ist tatsächlich schon nicht unwichtig. Ja, damit hatten wir bisher noch nicht so Probleme, soweit ich weiß. Wart mal ab, bis dir aufgrund von finanziellen weniger Sorgen dann Geschwindigkeitsüberschreitungen egal werden. Okay. Also, ich weiß nicht, ob du dieses Techlift-Ding brauchst. Da kannst du auch meinetwegen ein normales Teil draus machen. Dieses 29700er, genau. 29700er, genau. So, ja, das hätte ich dann vielleicht genommen und dann jetzt motormäßig, wo sind wir da PS-mäßig dann gelandet? 420 von 310, also 110 PS Ja, mehr. das ist tatsächlich ein ordentlicher Schritt im Motor, den kann man mitnehmen. Das lohnt sich. So, dann Getriebe, gut, das ist natürlich deine Geschichte, ob Können du da wir einen jetzt. Retarder reinnehmen? Ich habe den aber noch nie bewusst genutzt. Also ich weiß nicht, ob das sich lohnt. Auch nicht sagen. Ich glaube, der ist halt in der Realität dafür nützlich, um die Bremsen zum Beispiel zu schonen, weil man die Motorbremse verstärkt nutzt, um das Tempo zu reduzieren. Aber Bremsenverschleiß gibt es ja hier sowieso nicht im Spiel. Also Dann lass das doch zumindest, also raus. vielleicht gibt es das schon, aber die Reparaturkosten, die sind ja vernachlässigbar. Ja, dann lass das und egal. Dann gucken wir ins Interieur hinein. Ja, da haben wir noch nichts Neues. Wir könnten noch den Okay. Lenker auf die andere Seite bringen, wenn wir wollen. Nee, danke. Diese UK-Lenker. Ey. Wollen wir nicht über uns unterhalten. Ja, farbenmäßig. Könnte man Eigentlich waren theoretisch wir. eine. Ich habe sehr viele DLC-Lackierungen, ich glaube sogar alle. Moment. Junge, ach du Das sind ziemlich Scheiße, viele, Mann. ja. Jo, klar. Wichtig ist jetzt so Riesengeschichten hier. Und die WTF, sind danke. teilweise auch ziemlich teuer, Da brauchen wir einen ganzen Tag hier, um uns da durchzufräsen. ne? Ach, da sind auch ziemlich geil dabei, wo du das gerade mal so ein bisschen durchgescrollt hast, ist Ja. ja. Alter. Und da sind welche noch nicht freigeschaltet. Ich will gerade mal schauen. Da gab es doch diese eine Europa-Lackierung da, die ich ganz gerne mag. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon freigeschaltet haben oder ob die irgendwas Höheres ist. Ne, hier, die nehme ich persönlich ganz gerne. Weil ich ja so ein Kosmopolit bin, sozusagen. Wenn du hier schon mal so viel fancy Kram bietest, dann bin ich da demnächst für so fancy Kram. Okay. Dann müssen wir schauen. Ich, wie gesagt, glaube, das führt jetzt heute zu weit. Ich hätte die Lackierung auch so gelassen, wie sie ist. Das müssen Okay. wir uns beim nächsten LKW, wenn wir dann uns mal auch dann so richtig ausstatten gehen, nochmal völlig, also jetzt nicht nur so ein kleines Upgrade wie jetzt, sondern tatsächlich auch eine neue Kiste und dann das, was wir auch exakt haben wollen, wenn wir darum uns dann kümmern, dass wir dann mal schauen, was da so machbar ist und dass wir da uns mal ein bisschen drum kümmern. Gut, okay, sonst noch irgendwelchen Schnickschnack, den wir brauchen, oder passt das Man soweit? könnte hier vorne noch, Moment, war das hier? Nee. Ach so, wir haben das schon, stimmt. Aber man könnte den irgendwie noch tiefer anbringen. Achso, das bräuchte man, wenn man hier so ein Teil anbringen möchte. Brauche ich aber persönlich nicht unbedingt. Ja, dann lass das weg. Also gut, dann kann man den auch so lassen, wie er vorher war. Dann bin ich eigentlich auch damit zufrieden. Ja. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche Leuchten noch brauchst, so ein Shit. Also wenn es ums Geld geht, dann nicht, nein. Ah, ich bin jetzt auf Was die haben wir hier letzten eigentlich noch? Ach 2.000 bin so. ich nicht so geizig. Auspuffrohr, haben wir aber nur eins zur Auswahl bei diesem Fahrwerk. Wichtig ist guter Sound beim LKW. Genau mein Humor. Ach so, die Reifen, ne? Da Ach können wir auch ja, noch mal das ist gucken. Vielleicht tatsächlich ein hat sich da was Punkt. getan. Was hatten wir denn überhaupt für Reifen drauf? Das sind B. Haben wir A. Also hier, ne? Treibstoffeffizienz A. Das wäre vielleicht ganz nett. Ja, dann machen wir das doch. Ist okay, wenn wir da ein bisschen Saft sparen können. Sag ich nicht nein, dann nehmen wir jetzt mal die A-Reifen. Genau. Und hier auch nochmal. Die hatten wir vorher wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet, nehme ich an. So, dann hätten wir die auch noch. Sehr schön, dann packen wir die noch mit ein. Dann haben wir jetzt schon eine relativ große Preise, 72.000. Da haben wir jetzt ein großes Geld verballert. Dann würde ich sagen, lassen wir das dann so. Gut. Alles klar, dann bestellen. Okay. Auf geht's. So, jetzt haben wir ganz schön viel Geld dagelassen. Das ist jetzt mehr, als wir durch die Reise nach Lyon verdient haben. Ist richtig, aber dafür hast du jetzt einen LKW mit 100 PS mehr und jetzt.
auch ein bisschen stabilere Achse hinten drauf. Das, wie gesagt, ja, du rast halt nicht so sehr wie ich. Vielleicht deswegen dir nicht unbedingt nötig. Aber ich sagte, wenn du mit 130 fährst, 140 brauchst du das. Ja, das Und ist auch ein Faktor, bestimmt. ja, deswegen, da haben wir das ja soweit durch. Gut, gut, dann würde ich sagen, du hast gesagt, wir müssten jetzt ungefähr durch sein, Wir richtig? sind jetzt bei 30 Minuten, ja. Alles klar, dann haben wir heute jetzt mal so eine kleine Zwischenepisode gemacht, ein bisschen mehr der Talk über Game-Inhalte mal wieder, aber ja, darf denke ich auch mal sein. Also jetzt mit unserem neuen Truck dann quasi verabschieden wir uns, suchen uns das nächste Mal dann wieder einen neuen schönen Auftrag raus, fangen wir an zu tuckern und kannst du bei mir noch eine Sache gefallen tun? Kannst du mal eben kurz gucken, wie viel Restkredit haben wir noch eigentlich? Wir sind Ach jetzt ja sogar mal ja, hin und das her könnte auch noch gefahren. mal interessant sein. Wie viel brauchen wir denn jetzt, damit wir den abstottern können? 337.000 Restsumme. Ja, das ist halt immer auch ein bisschen was. Ja. Dann würde ich sagen, geht es erstmal darum, dann wahrscheinlich den jetzt erstmal dann begleichen zu gehen. Ja, das könnte man machen. Das stimmt wohl. Dass wir dann auch ein bisschen diesen dämlichen Ultra- und Zinssatz los sind. Gut, alles klärchen. Dann wisst ihr Bescheid, da haben wir ein bisschen was zu tun, ein bisschen was vor uns. Es sei denn, wir erreichen, ich glaube, Level 16 ist das, wo man letzten Scheiß freischaltet, oder? Ich glaube Oder ist das schon, dass mehr das. Ich sogar? glaube, das war Level 16 für unseren Oder war es letzten Motor. 20 oder so ein Shit? Ich meine, Ja, für auf den jeden Fall. Motor wäre es 16 gewesen. Ja, auf jeden Fall 16, dass wir dann nochmal hier halten und so meinen besten Motor reinklatschen gehen zumindest. Muss ja dann nicht groß noch der andere Rest sein, aber ja, müssen wir schauen, müssen wir ein bisschen Leveling halt betreiben. Genau. Aber gut, das, wie gesagt, war es jetzt von unserer Seite aus. Danke fürs Jawohl. dabei sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 € geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.